Wenn ihr vor dem Spiel aufgeregt seid, was tut ihr dagegen? Ganz laut Musik hören. Ja, wahrscheinlich singen und sich locker machen und mit den Mannschaftskameraden einfach sprechen. Was mögt ihr am Hockeyspielen so gerne? Ich denke, Hockey ist eine sehr komplexe Sportart und sie entwickelt sich immer weiter. Also über die letzten Jahre haben sich viele neue Techniken herausgestellt und athletisch muss man sich immer weiterbilden. Und außerdem ist so, im Hockey ist man irgendwie wie eine große Familie und das macht Spaß. Dass man gut spielt, dass man taktisch gut sein muss, athletisch, technisch. Und das ist ganz vielseitig und es wird nie langweilig, weil sich doch immer weiterentwickelt. Und das mag ich eigentlich am liebsten am Hockey. Habt ihr Vorteile als Nationalspielerin? Man kommt zum Beispiel in den Unis, in Studiengänge rein, in die man sonst vielleicht nur mit einem besseren Abiturschnitt reinkommen würde. Und sonst wird man finanziell auch ein bisschen unterstützt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Vorteile, Nationalspieler zu sein, ja. Mögt ihr euer Verein mehr als die Nationalmannschaft? Ich würde sagen, es ist was anderes. Man kann nicht sagen, wen man mehr mag. Also es sind halt zwei unterschiedliche Mannschaften und ich glaube, wir fühlen uns in beiden einfach total wohl und haben Spaß, egal wo wir sind. Ja. Genau. Wurdet ihr schon mal von Kindern interviewt? Nee, noch nie. Das ist das erste Mal. Ich auch nicht. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und wir verabschieden uns.